Es ist aktuell wohl das größte und umstrittenste Bauprojekt der Welt. Saudi-Arabien plant eine Megastadt, die alle anderen Weltmetropolen in den Schatten stellen soll. Mitten in der Wüste, auf einer Fläche, die 33 mal so groß ist wie New York City bzw. größer als ganz Hessen, soll die neue Stadt Neom entstehen. Diese 500 Milliarden Dollar teure Stadt soll alle Superlativen sprengen und eine Vision, wie eine neue Zukunft aussehen könnte, werden. Der saudische Kronprinz übt sich dabei nicht in Bescheidenheit und spricht von der lebenswertesten Stadt auf dem ganzen Planeten. Die Stadt soll zu 100% von erneuerbaren Energien betrieben werden, es soll keine Autos geben und es soll das Technologiezentrum der Menschheit werden. Die Rede ist außerdem von einem riesigen schwimmenden Industriekomplex in Form eines Achtecks sowie Luxusresorts vor der Stadtküste. Vom ersten Outdoor-Skigebiet auf der arabischen Halbinsel und das Kernstück soll The Line bilden, eine lineare Stadt mit einer Länge von 170 Kilometern. Doch was genau hat es auf sich mit diesem Megaprojekt? Wie wahrscheinlich ist die tatsächliche Fertigstellung und warum steht es so stark in der Kritik? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Der Bau von Neom begann bereits 2015, also 2 Jahre bevor die Stadt überhaupt offiziell angekündigt wurde. Damals wurde der internationale Flughafen Neom errichtet, der es logistisch überhaupt möglich machen sollte, solch ein Vorhaben in der Wüste durchzuführen. 2017 kündigte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman dann den Bau der Stadt offiziell an. Sie soll dabei ein Teil der Saudi Vision 2030 sein, bei der es vor allem darum geht, Saudi-Arabien aus der Abhängigkeit des Öls zu befreien. Dabei soll die Wirtschaft breiter aufgestellt werden und ein starker Dienstleistungssektor entstehen. Ähnlich also, wie es zum Beispiel Dubai und Katar geschafft haben. Außerdem will Saudi-Arabien wachsen. Bis 2040 sollen 100 Millionen Menschen in dem Königreich leben. Aktuell sind es aber nur 35 Millionen. Deshalb sollen bis dahin ca. 70 Millionen Ausländer angelockt werden. Und mit verschiedenen Megaprojekten sollen das vor allem wohlhabende Menschen aus allen Teilen der Welt sein, die noch mehr Geld in den Staat pumpen. Und so entstand auch die Idee für die Stadt Neom. Neom soll dabei im Großen und Ganzen aus 4 Städten bestehen. Einmal die vorgelagerte Luxusinsel Sindala, die ein Rückzugsort für die Superreichen werden soll, mit einem riesigen Yachthafen und Luxusresorts. Dann Oxagon, eine 7 Kilometer große Stadt, die auf dem Wasser schwimmt, in der neueste Technologien erprobt werden sollen und die vollständig nachhaltig sein soll. Dann die Stadt Trojena in den Bergen, die einen Rückzugsort vom Trubel in der Metropole bieten soll. Dort soll es ganzjährig möglich sein, Ski zu fahren und dort sollen die asiatischen Winterspiele 2029 stattfinden. Und dann natürlich noch das Herz der Stadt, The Line. Eine nur 200 Meter breite, aber insgesamt 170 Kilometer lange Linie, die mitten durch die Wüste verläuft und dabei Platz für 9 Millionen Menschen bieten soll. Es soll keine Autos geben, da eine Hochgeschwindigkeitsbahn die komplette Stadt innerhalb von 20 Minuten durchqueren soll. Doch wie sieht der aktuelle Bauplan für das Vorhaben aus? Die Bauarbeiten schreiten voran und bereits 2024 sollen die ersten Stadtteile fertig sein. Die ersten Bewohner sollen also bereits nächstes Jahr in Oxagon einziehen können. 2026 dann die ersten in Trojena, genauso wie in Sindala. Und die ersten Module von The Line sollen ebenfalls 2026 fertig sein, sodass bis 2030 etwa 1 Million Menschen in Neom leben können. Durch stetige Erweiterungen sollen es dann nach Plan der saudischen Regierung bis 2045 9 Millionen Menschen sein. Doch bei aller Euphorie, wie wahrscheinlich ist dieser Zeitplan tatsächlich und warum steht die Stadt so stark in der Kritik? Verschiedene Experten für Risikobewertungen sind sich unsicher, ob die Stadt, so wie sie geplant ist, jemals Realität sein wird. Zitat: Die Machbarkeit von Neom als Ganzes ist immer noch unklar angesichts des beispiellosen Umfangs und der Kosten des Projekts. Neben gewaltigen staatlichen Subventionen wird deshalb auch über einen Börsengang des Projekts spekuliert. Und auch jetzt schon hängt der Zeitplan stark hinterher. Saudi-Arabien hatte nämlich ursprünglich das Ziel, große Teile des Projekts bereits bis 2020 fertigzustellen. Bis Juli 2022 wurden aber effektiv nur 2 Gebäude mitten in der Wüste errichtet. Und auch die Pläne für The Line werden stetig angepasst, da sich der Bau mitten durch die Wüste natürlich nicht sehr einfach gestaltet, weshalb der erstmalige Bezug bis 2026 doch sehr ambitioniert scheint. Aber auch ansonsten gibt es sehr viel Kritik an dem Projekt. Angefangen beim Auftraggeber selbst, dem saudischen Kronprinzen, dem immer wieder vorgeworfen wird, dass er Blut an den Händen hat. Neben dem Fall Khashoggi und dem Umgang mit der Opposition geht es dabei auch um die Arbeitsbedingungen für den Bau der Stadt selbst. Zehntausende Beduinen sollen für die Errichtung des Projekts bereits zwangsumgesiedelt worden sein und jedem, der sich dagegen wehrte, soll mit der Todesstrafe gedroht worden sein. Und auch die Bedingungen der Gastarbeiter, die auf den Baustellen von Neom arbeiten, werden als diskriminierend und menschenunwürdig beschrieben. So ziehen viele bereits Parallelen zur Situation der Gastarbeiter für die WM in Katar. Besonders in der Kritik stand die Stadt auch, als sie als Austragungsort für die asiatischen Winterspiele bestimmt wurde. Die Umweltauswirkungen von Winterspielen in einem Wüstenstaat sollten dabei relativ klar sein. Das heißt also zusammenfassend, dass die Stadt letztendlich doch ein Umwelt- und Menschenrechtsdesaster werden könnte.
Was denkt ihr aber über das Projekt? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wenn ihr euch noch für ein weiteres Megaprojekt in der Wüste interessiert, dann kann ich euch noch sehr mein Video über die neue Hauptstadt Ägyptens empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier. Viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.